Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, kleinen Let's Play von mir. Und zwar ist das ja mal Dungeon Defenders 2 in der Preview Alpha. In der Pre-Alpha. Man hier unten unschwer erkennen kann. Und zwar gibt es ja schon enorme Probleme, um das Spiel überhaupt zu starten. In der Launcher funktioniert zumindest bei mir nicht, so wie er wahrscheinlich sein soll. Also ich habe da zum Teil wirklich die derbsten Probleme mit dem Launcher. So, ich drücke einfach mal Play. Ich gebe zu, ich habe das Spiel schon nämlich einmal angespielt gehabt, danach habe ich jetzt ein paar Stunden lang nicht mehr spielen können, nachdem ich es einmal beendet hatte. Aber es hat wahrscheinlich alles noch damit zu tun, dass es noch Pre-Alpha ist. Es gibt natürlich die vier normalen hellen Klassen, den Knappen, den Magier und den Hunter, den Mönch. Ich habe natürlich mit dem Hunter schon mal mit der Jägerin schon mal angefangen, die ist Level 11 mittlerweile bei mir. Aber ich denke mal, für den Einstieg, Hero Manager, ja. Das Spiel ist noch komplett auf Englisch. Dann sage ich mal, Create a Hero. Was nehmen wir uns denn da? Ach, nehmen wir uns den Monk. Towers hat er eigentlich im Prinzip eigentlich nicht. Er hat nur Boost Aura, Sanity Aura, Skyguard Tower. Okay, der hat einen Tower, Wahnsinn. Confirm, ach, der Name ist mir eigentlich relativ. So, man kann sich maximal zurzeit drei Helden machen. Habe ich denn in meiner Defenders Forge irgendwas Interessantes? Aha. Ach ja, und Pets muss man mittlerweile ausbrüten in Eiern. So, das ist mein Hero Deck. Was haben wir noch? Titel, was nehmen wir denn für einen Titel? The Powerful, nehmen wir das. Set-Titel Xao the Powerful. Challenges gibt es mittlerweile auch. Ein paar Achievements kann man sich hier abfangen. Und es gibt natürlich auch Dailies. Dass die was wie ich Orks platt machst oder halt was Teamwork Electrocute, was auch immer das ist. Was ist denn das? We win. And lose fighting force. Use the electrocute combo on 50 enemies. Okay. We have reports in Ork-Aktivität. 25 Orks killen, dafür kriegst du 500 Gold und 1000 XP. Das nehme ich doch. So, habe ich die jetzt? Ich weiß es nicht. So, und zwar ist das hier die Social Taverne. Es gibt jetzt mittlerweile keinen normalen Bildschirm mehr. Aber eh, das ist alles so geblieben. So, ich würde sagen, ich spiele den... Achso, ja. Achso, ich kann es mir hier nochmal aussuchen, mit wem ich spiele. Da kannst du mal sehen. So, dann finde ich hier meine Group. Build Phase. Was ich lustig finde, als ich Hunter gespielt habe, hat wirklich jeder Hunter gespielt. So, ich habe kein Mana zum Bauen. So, jetzt haben wir hier noch einen Knappen. Ach, er hat kurz auf seinen Knappen gewechselt, okay. Ich habe eh keinen Mana zurzeit. Aber das ist lustig mit dem Zeug. Das kannst du nämlich zusätzlich noch separate Fallen aktivieren. Mal gucken, was der hier macht. Press G to ready ist immer noch dasselbe. Immer noch den in Crystal verteidigen. Also es hat sich eigentlich vom Prinzip nicht viel geändert. Horden von Monstern abwehren. So, ich wäre eigentlich dafür, dass wir jetzt losmachen. Aber ich weiß noch nicht, ob der Typ hier schon ready ist. Na, der baut schon alles aus. Welche Wolle sind wir denn hier? 1 von 5. Ich würde sagen, die sind oben, ne? Oben hast du mittlerweile wieder eine Minimap. Da siehst du mal, wo die ganzen Monster herkommen. So, was haben wir denn hier?
Etwas, was wir ausrüsten können. Und niedermetzeln. F war equippen, ne? Ja. Du? Ja, Mann, Level 2. Und das ist jetzt auch neu, man kann nicht mehr selber skillen, sondern man wird sozusagen hier. Und so, ne? So, ich loot das erstmal einfach alles nur so. Dann stelle ich hier einfach mal eine Boost-Aura hin. Jetzt kann ich auch nicht mal ein paar Truhen looten. Auroras Nirbi, aha. Achso, hier, die ist zu nah, die Aura, okay. Dann anders, kann ich hier oben eine hinsetzen, einen Block. Auroras zu nah. Da vorne kann ich eins hinsetzen, das wäre aber ziemlich doof. Ne, dann setze ich da keine hin. Dann setze ich hier lieber so eine Aura in hier vor. Oh, hier liegt noch Gold. Das nehme ich mit. Also ich wäre jetzt G. Ach ja, und da unter der Minimap, da kannst du sehen, wie viele Einheiten du noch bauen kannst. Na bitte. Ist ja nur in der Mitte, okay. Und die paar Leutchen kann er alleine platt machen. So, ich denke mal, das schafft er. Auch ohne mich. Oh, da hinten kommen sie an. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das auch die Helden aus dem letzten Teil sind, weil die sind ja etwas erwachsener. Im ersten Teil waren es ja Kinder, die mal eben den Eternal Crystal verteidigt haben. Oder ob das jetzt schon, ja, ob das die dann, ob das die Lehrer oder wer auch immer das waren, die dann zurückgekommen sind, ich weiß es nicht. Ich habe mich dahingehend überhaupt nicht schlau gemacht. Ich habe mir, in der Hinsicht überhaupt keinen Kopf gemacht. Ich kann ja hier noch... Ah, Level 3 unlocked. Mitgenommen, man kann natürlich auch wieder die ganzen Dinge aufwerten, aber natürlich anders wie im ersten Teil. Not enough Mana, okay. Man kriegt das Mana auch nicht mehr hinterhergeschmissen, finde ich auch ganz gut so. So, hier fehlt noch eine Lightning Aura. So, genug Mana, um die aufzuwerten, habe ich nicht. Okay.
Aber ich kann den sein Bild erstmal reparieren, seine komische Blockade. Dann muss ich noch meinen Stab hier nochmal reparieren. So. Und dann PK. Dann kann's schon losgehen. Jetzt kommt links erstmal wieder eine Horde an. Hier erstmal fest freeze. Und erstmal. Ich weiß noch nicht, warum er mir die ganze hinterher rennt, aber naja, wir könnten eigentlich ein bisschen mehr abdecken als nur mal einen Punkt. Hui. Ach Quatsch, F. Weil ich trage eh noch nichts an meinem am Körper dran, also von daher kann ich da ruhig alles equippen, was ich finde. Fresssachen gibt es mittlerweile auch, Petfood und sowas. Um das Pet zu verstärken. Aber ich finde, das, was funktioniert, funktioniert ganz gut. Bis auf den Launcher. Den ich nicht wirklich gut heißen kann. Und auch ziemlich viele andere in der Steam-Community finden den auch zum Kotzen. Aber naja, wir lassen uns da euch natürlich nicht den Spaß verderben. Denn das Spiel ist richtig lustig. Besonders in höheren Leveln. Ein Buildfast schon wieder. Kein Level, das ist eine Sauerei. Oh, dafür ein Ei. Die wurden nämlich auch erst seit kurzem eingefügt, die Eier. So, endlich mal ein bisschen upgraden hier, die ganze Sachen. Boost-Ohren und sowas ist ja immer alles ganz schick, aber so können wir nochmal kurz gucken ins Inventory. Man hat auch endlich keine Kill 25 Orks, ja. So, 47 Minuten, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das Stunden sind, keine Ahnung. So, der ist ungefähr gleich stark mit unserem, weshalb auch immer. Verstehe ich nicht. Der ist da eindeutig besser. Der hat 24. Warte mal, was haben wir denn an? Ich würde sagen, Worn Glove. Minus 3. 0, okay. Der hat sich schon einen Kobold geholt. Die blauen Kristalle, die sind hier, wenn du jetzt hier, zum Beispiel in den normalen Fähigkeiten einsetzt vom Mönch zum Beispiel. Also jetzt hier das Hochwerfen zum Beispiel. Das verbraucht blaue Kristalle. Versuchst mich zu bewerfen? Was soll denn das? Hier liegt ohne Strom. Keine Münzen. Das ist eine Sauerei. Das sind alles arme Schweine, ey. Es ist halt auch wie im ersten Teil. Vom Prinzip kannst du alles alleine aufhalten. Die Tower sind zur Unterstützung da. Glows nehme ich gerne mit. Das Spiel gibt es halt leider dann auch nur in Englisch. Q-Upgrade zu 2, das mache ich doch mal glatt. Und du musst nicht mehr daneben stehen bleiben, um die Zeug zu upgraden und zu bauen. So,
Achso, das war Welle 4 von 5. Beziehungsweise da ist ja noch. Da sind ja noch ein paar. Hoppala. Gold. Und hier sind noch ein paar. Scheiß Bombenwerfer. So, weg mit dir. Alles mitgenommen. Und noch mehr Gold mitnehmen. Und das Auf- und das Upgraden von anderen läuft genauso ab wie im alten Teil. Du kannst das einfach mitmachen. So, komm. Schon wäre nämlich das Ganze schon wieder erledigt. So, und jetzt sagt er gerade, give me a second, okay. Das trifft sich jetzt schlecht als recht im... Na gut. Mir soll es recht sein. Jeder soll sich die Zeit nehmen, die er braucht. Für ein Spiel. Finde ich zumindest. Durchrushen ist sowieso nicht so mein Ding. Zumindest, was jetzt Defense-Spiele angeht. Dann gucke ich halt nochmal in mein Inventory rein in der Zeit. Collections. Was habe ich? Double click to open. Juhu, einen Fisch. 1500 Experience fürs Pet, okay. So, dann kann ich ja schon mal ein bisschen was sellen. Ah, man kann auch gleich alles selecten. So. Relikte gibt es mittlerweile auch. Das sind sowas wie Ohrringe und irgendwelche, keine Ahnung, nicht für mich nicht identifizierbare. So, jetzt machen wir nochmal ein G. Juhu, da kommen sie an. So, gut, da wird alles weggebrutzelt. Aber mit Rechtsklick hat er wieder seinen Fernangriff, oder was? Ja, Tatsache. Da hat der Monk seinen Mage-Angriff. Ja, bitte, kann ich Ihnen helfen? Kann man auch aufladen? Nee. So, der Crystal ist noch unverletzt, das ist sehr gut. Na, die nehmen da natürlich Magie schon wesentlich mehr Damage. Oh, da kommen Orks. Aua. Uhuhu. Da drücke ich doch eiskalt mal die 4. Ich würde einfach mal behaupten, dass die Boost-Aura gut für die... Ah, Victory, da haben wir es doch schon. Und ja, sowas gibt es jetzt auch zur Belohnung. Press E to open. 750 XP gab es schon mal. Jede Menge Stuff. So, ich sage einfach mal F-Equippen. So. Jetzt noch kurz umgeschaut, ob hier noch irgendwo Zeug rumliegt. Ja, da liegt noch Gold rum. Auch wenn es nur 3 Stück sind, das ist ja egal.
So, hier liegt noch ein Stab rum. Das nehme ich mir alles mit. Dann sage ich, geh, es kann weitergehen. Greatest Finds. Team Stats, Player Stats, das gibt's alles. Experience, achso, das ist jetzt hier, wenn du noch einen Boost drin hast, gibt es im Lauf wieder Join Level 3 bis 5. Mal wegen mir. Achso, jetzt sind wir in einer Group Taverne. Juhu. Und er ist rausgegangen, okay. Das heißt, wir können vom Prinzip auch dann hier rausgehen und dann. Weiß nicht, scheiße, wie lange ging die Folge jetzt? Ach, egal. Wird's halt ein bisschen länger. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir für die gebraucht haben, für die. Weil ich. Weil das hab ich. Das Spiel habe ich jetzt nämlich nur spontan gestartet bekommen. So, jetzt bin ich nämlich komplett unvorbereitet in die Aufnahme gegangen. Wie immer eigentlich. So, bin ich mal gnädig und sag, ich mache noch 16 Minuten. Countdown, so. So, Defenders Forge. Hört sich gut an. Ich weiß zwar nicht, was diese. Ich kann mir die jetzt zwar nicht mal rausnehmen, die Dinger. Ich weiß nicht, wozu das Temporary Item Back da ist. Das Items are automatically sold when their Timer. Achso, das ist. Also, minus Physical, dafür Magieresistent. Das soll mir recht sein, wenn das ein Plus ist. So, das kann weg, das kann weg, das, das und das. So. Press E for... Ne, War Table. E for Adventures. Unlock Betty's Rampage. Huch. So ist die Frage, wie konnte man jetzt hier wieder leaven? Das konnte man nämlich auch. Achso, ich glaube per Escape. Leave, genau. Und so ein Postfach hast du nämlich auch. Du kannst dir nämlich noch Gegenstände hin und her schicken. Von den Leuten. Und Zeug für Skins gibt's auch noch. Also so Equipment. So Equip-Teile auf, hat mich jetzt nicht, wie man die ausrüstet, ich habe keine Ahnung. Der Keeper. All my pets. Equipped pet, achso, es ist jetzt hier sowas wie. Was hier rauskommt an Viehzeug. Das, was rauskommen kann an den Eiern, das kann man denn hier sehen. Coming soon. Create oder was soll das heißen? The Seamstress. Custom Shop. Na bitte, da hast du noch hier Fanart. So, Accessoires. Ach, hier kann man sich das ausrüsten. Torso. The Monk. Was habe ich denn hier noch alles? Habe ich schon irgendwas freigeschaltet? Ja. Warte mal, kann ich das jetzt ausgerüstet oder nicht? Ja, das ist dann grün markiert, okay. Und was heißt das? Dass da so eine Plus 1 drauf ist? Upgrade unlocked. Und was bringt mir das? Meine Huntress, was haben wir hier? Das normale Outfit, habe ich auch noch was anderes freigeschaltet. Ein
Helm. Und sowas, naja, pff, warum auch nicht. Bei ihm habe ich wirklich noch nichts freigeschaltet. Doch, den hier. Und sonst ist auch noch nichts weiter. Early Adopters Ponytail. Wo ist jetzt da ein Unterschied zu sehen? Ach so, der hat einen Zopf dann hinten, oder? Ah, der hat Haare dann plötzlich. So, ich gehe nochmal zum Werbekriterium, aber wir wollen ja jetzt hier noch ein bisschen was sehen. Auf dem Private Game habe ich jetzt momentan noch keine Lust, weil ich sowieso noch niemanden dazu bewegen kann, Dungeon Defenders 2 zu zocken. Group Tavern. Warum werde ich jetzt einfach hier reingesammelt?